Kommen wir in diesem Video zur Produktzusammenfassung vom Automarketer. Ich war zu Anfang etwas skeptisch, muss ich dazu sagen, denn ich hatte schon sehr viele dieser sogenannten Auto-Posting-Tools für Facebook ausprobiert und meistens lief es denn darauf hinaus, dass man dann gesperrt wurde. Hier wurde es nun anders versprochen und es wurde auch gehalten. Denn der Automarketer ist ja ein automatisches Posting-Tool. Das heißt, man kann in Facebook-Gruppen, wo man nicht selber Admin ist, etwas hineinposten. Man muss lediglich dann in der Gruppe eben beigetreten sein. Man kann außerdem Mitglieder anschreiben in dieser Gruppe. Man braucht dazu einfach nur die Gruppen-ID hier bei dem Automarketer dazu hinterlegen und kann dann, als ob man jemanden persönlich anschreibt und das in seinem Messenger-Postfach landet, eben tun. Und dabei kann man nicht nur eine Person anschreiben, sondern natürlich gleich mehrere. Und das ist im Prinzip der große Vorteil vom Automarketer, dass man ganz effektiv sich eben seine Zeit einteilen kann, indem man alles im Vorfeld plant. Man kann immer nur eine Funktion vom Automarketer nutzen, das heißt entweder in Facebook-Gruppen posten oder Mitglieder anschreiben. Man kann auch automatisch Gruppen beitreten. Das funktioniert auch über den Automarketer. Er beantwortet sogar die obligatorischen Fragen, die meistens gestellt werden, wenn man der Gruppe beitreten möchte. Man kann ein PDF-Dokument verteilen in einer Gruppe. Und das Tolle ist, dabei sieht es denn wirklich so aus, als ob man in dieser Gruppe etwas postet mit Bild, mit Text oder ob man eine Werbeanzeige geschaltet hat. Man kann Zielgruppen ganz speziell eben sich suchen und auch diese Leute anschreiben bei Facebook. Man kann das sogenannte Auto-Posting machen. Das heißt, wenn jemand beim Automarketer oder beim Post nach einer Info verlangt, ja, also der User verlangt es nach einer Info, man hat das denn so eingetragen in seinem Post, dann wird diese Info automatisch rausgeschickt. Ja, also eine sogenannte Auto-Antwort. Das wirst du so sicherlich schon mal gesehen haben und funktioniert voll automatisiert. Du musst dazu im Prinzip gar nichts machen, außer das Ganze hier einzustellen. Ja, und wenn man das Ganze im Großen und Ganzen betrachtet, ja, den Automarketer effektiv einsetzt und ihn wirklich beherrscht, dann kann man natürlich dann darüber Leads gewinnen, das heißt E-Mail-Adressen einsammeln. Man kann aber auch natürlich Affiliate-Werbung in den Gruppen posten, wo es natürlich dann erlaubt ist und Facebook sperrt einen nicht. Ich kann im Vorfeld sagen, dass ich das Tool wirklich auf Herz und Nieren hier getestet habe und ich wurde bisher von Facebook nicht gesperrt. Und das ist schon mal ein riesen Pluspunkt von dem Tool Automarketer. Automarketer, Erfahrungen und Test. Nun, ich habe das Tool natürlich getestet. Und zwar circa eine Woche. Du siehst jetzt hier einen meiner Postings, die ich bei einer geschlossenen Gruppe zum Thema Online-Business erstellt habe. Und der Post sieht im Prinzip so aus. Der wurde komplett vom Automarketer da so zusammengestellt. Das heißt, man hat hier oben entsprechend seinen Text mit dem gekürzten Link vom Bitly. Das musst du natürlich dann selber machen. Dann die Grafik. Die wird ganz normal per Link eingebunden. Auch die, klar, musst du selber machen. Und weiter unten befindet sich dann noch sozusagen diese zwei Kommentare. Warum das jetzt zwei sind, kann ich dir leider nicht sagen. Zumindest haben diese Kommentarfunktionen, die automatisiert hier erstellt werden, den Vorteil, dass Facebook hier eine Interaktion dann feststellt. Weil das Ganze natürlich dann zeitlich geschieht. Ja. Du musst dir das so vorstellen, dass dieses Posting zwischen einer speziellen Zeitspanne, die vorher eingestellt wird, eben passiert. Ja. Also es wird hier nicht sofort gepostet und der Link bzw. der Text hier unten von mir, der erscheint auch nicht sofort, sondern das sucht sich das Tool sozusagen raus in dieser Zeitspanne, die ich selber vorher vorgegeben habe. Ja, und da, deswegen bekommt hier Facebook immer eine andere Interaktion angezeigt und kann sozusagen nicht verfolgen jetzt, ob das jetzt ein Bot ist oder ein Mensch. So, was haben jetzt diese ganzen Sachen gebracht? Ich habe jetzt
den Test darauf abgezielt gehabt, dass ich Leads einsammeln wollte. Leads habe ich auch eingesammelt. Ich zeige dir gleich meinen Quentin-Account, den ich dafür extra neu erstellt habe. Du kannst im Prinzip jeden anderen Account nehmen. Du wirst hier schon ClickTip haben oder irgendeinen anderen Autoresponder-Anbieter. Auf jeden Fall sieht das hier für mich schon mal sehr professionell aus, wie der Automarketer das hier gepostet hat. Das Tolle ist, dass diese Post dann auch nicht in deiner Timeline erscheinen, also unter deinem Profil. Ja, und das ist natürlich ein enormer Vorteil. Dann stell dir vor, du hast jetzt hier 200 Postings am Tag, also ganz so viel sind es natürlich nicht. Ich habe es immer so auf 90 Gruppen geschafft, die ich über den Tag über gepostet habe. Ja, und diese 90 Postings würden dann alle in deiner Timeline erscheinen. Das wäre we dann weniger schön. Und das ist hier, wie gesagt, in dem Fall nicht so. Dann gehen wir mal rüber in meinen Quentin-Account. Und du siehst jetzt hier, wo ich angefangen habe, im Prinzip am 13.06. Das war an einem Donnerstag zu posten. Ja, und du siehst hier ein Wachstum, ja, mit den Anmeldungen im Schnitt so jeden Tag um die, ja, sag ich mal, 15 bis 20 Leute. Hier ist ein bisschen weniger, weil hier habe ich im Prinzip nichts gemacht gehabt. Dann geht es nochmal rauf und dann, wie gesagt, bin ich hier raus aus der Geschichte, weil ich dachte mir, das reicht jetzt erstmal. Also 144 Kontakte hatte ich über einer guten Woche eingesammelt. Ja, also sagen wir mal, wenn man sich richtig intensiv dahinter klemmt, würde man unter Umständen sogar 150 bis 200 Kontakte in einer Woche hier einsammeln können. Und das natürlich komplett kostenlos, ja, logischerweise. Normalerweise muss man ja für jeden Lead, den man über eine Facebook-Werbeanzeige eben einsammelt, mindestens 1, 2 Euro, wenn nicht sogar mehr bezahlen. Ja, und das habe ich hier, wie gesagt, eben kostenlos erreicht. Die ersten Eintragungen hier, das sind Testsachen gewesen, ja, um das Ganze mal zu testen, ob es auch funktioniert. Ja, und ich muss sagen, meine Erfahrung ist, dass sich das auf jeden Fall lohnt, zumindest erstmal um Leads einzusammeln. Wo sich das, sag ich mal, weniger lohnt oder wo es etwas schwieriger wird, um das mal so zu sagen, das ist im Affiliate Marketing. Denn du siehst hier zum Beispiel, denn an dieser Stelle habe ich jetzt mal hier eine Mail in dem Fall rausgegeben über Quentin, ja, an diese kleine Gruppe, um einfach mal zu schauen, ob jemand schon was kauft. Natürlich war die Resonanz nicht so. Ich habe also hier Abmeldung bekommen, was natürlich klar ist. Ansonsten die Affiliate-Werbung über Facebook mit dem Autoposter hat jetzt nur bedingt funktioniert, kann aber auch daran liegen, dass es sich um recht hochpreisige Produkte gehandelt hat. Und hier würde ich doch eher dann auf niedrigpreisige Produkte setzen, so bis höchstens 147, 150 Euro und das dann nutzen, um das zu posten. Und dann sollte eigentlich denn bei 100 Postings am Tag, sollte eigentlich denn mindestens 1 bis 2% etwas kaufen. Ja, zumindest hat es der Vendor geschafft. Das lag natürlich dann auch einer gewissen viralen Aktivität von diesem Tool. Aber es sollte durchaus möglich sein. Und zumindest hat man dadurch einen guten Einstieg ins Affiliate-Business, auch wenn man das natürlich jetzt irgendwo ein bisschen als Spamming bezeichnen könnte, was es ja letztendlich auch ist, wenn man Werbung in die Gruppen postet überall, aber so what, sag ich mal. Ja, das war es erstmal zu meiner Erfahrung und zu meinem kleinen Test. Automarketer, darum geht's. Ich möchte dir in den nächsten Minuten zeigen, welche Funktion der Automarketer hat, wie du diese Funktion dazu nutzen kannst, um zum Beispiel als Affiliate damit Geld zu verdienen mit Facebook, ohne dass du Geld ausgeben musst für bezahlte Werbung. Wir wissen ja alle, dass bezahlte Werbung bei Facebook natürlich gewollt ist, aber viele scheitern schon daran, eben so eine Werbeanzeige zu erstellen, weil es eben sehr komplex ist und doch wirklich eine große Hürde für viele darstellt. Deswegen war ich zunächst erstmal skeptisch gewesen, was diesen Automarketer angeht, weil man ja von vorherigen Automarketern oder Auto-Posting-Tools immer wieder gehört hat, dass man eben gesperrt wird bei Facebook, wenn man es übertreibt mit dem Posten. Und aus Erfahrung weiß ich, dass es auch so ist. Ja, ich habe also sämtliche Profile
da schon geschrottet. Und ich habe, wie gesagt, den Automarketer dann trotzdem erstmal gekauft, weil ich gehört habe, es ist hier ganz anders. Und warum ist es anders? Kurz dazu: Der Automarketer funktioniert nicht wie herkömmliche Autoposting-Tools mit einer Facebook-API, also einer Schnittstellen-Funktion oder einem sogenannten Facebook-Token. Ja, du musst nicht wissen, was es ist, sondern das sind alles im Prinzip Schnittstellenmöglichkeiten zu Facebook, die natürlich auf Facebook dann ermöglichen zu kontrollieren, ob dort eine reelle Person dahinter sitzt oder wirklich ein Bot. Und ein Bot ist ja ein Tool, ein sogenannter Roboter, der automatisiert eben Postings bei Facebook absetzt. Hier ist es, wie gesagt, anders. Die Funktion ist etwas, ja, sag ich mal, anders aufgebaut. Funktioniert über einen sogenannten Google Browser-Account, ja, ist aber nicht wirklich kompliziert einzurichten, sondern wirklich ganz easy. Und du kannst, wie gesagt, auf Facebook damit in den Gruppen posten. Du kannst Mitglieder anschreiben, du kannst Zielgruppen anschreiben, automatisierte Autoantworten geben. Ja, ich zeige dir aber, wie gesagt, ganz detailliert ist alles, was man machen kann. So, wie gesagt, hier Login. Da musst du dich einmalig eben bei Facebook einloggen, beziehungsweise dann einen sogenannten Facebook-Check machen. Dann wird sozusagen geguckt, ob dein Profil eben mit dem Automarketer-Tool noch verknüpft ist. Und das wird hier alles dann automatisch angezeigt. Anschließend gehst du dann, wie gesagt, auf Weiter. Ja, ich mache das jedenfalls nicht. Und dann kannst du hier ein Textfeld hinzufügen, über diese grüne Textfläche. Und hier kannst du im Prinzip schon Folgendes machen, und zwar dein erstes Textfeld mit deinem Link, entweder ein Affiliate-Link oder einen anderen Link zu platzieren. Ja, du kannst dann nicht nur ein Textfeld nehmen, sondern du solltest natürlich auch hier mehrere Texte hinzufügen. Du kannst dann diese Texte speichern über die Funktion Meine Texte. Kannst du diese dann ganz einfach hier benennen und dann speichern und anschließend dann auch wieder laden. Ja, das hat natürlich einen sehr enormen Vorteil, denn normalerweise wären diese Texte dann weg, wenn du zum Beispiel ein anderes Produkt bewerben würdest. Das heißt, du kannst immer nur ein Produkt mit dem Automarketer über diese Funktion bewerben und halt nicht zwei oder drei, weil dann musst du, wie gesagt, die Texte eben abspeichern. Ja, und das ist aber, wie gesagt, kein Problem. Dann kannst du in die Facebook-Gruppen entsprechend hier posten. Das heißt, wir gehen hier auf Gruppen importieren. Ich mache das mal eben für dich, um dir zu zeigen, dass hier das Tool die Facebook-Gruppen automatisch einbindet. Diese musst du dann nur noch markieren. Ich muss mal schauen, ich habe mich jetzt zum Anfang beim Login natürlich nicht mit Facebook eben kurz geschlossen, ob das jetzt auch mit dem Account funktioniert, müssen wir gleich mal sehen. Das dauert jetzt natürlich einen kleinen Augenblick. Ja, wir müssen jetzt auch noch ein bisschen warten, bis wir hier soweit sind. Du siehst schon, du kannst hier entsprechend wieder Facebook-Gruppen, die du vorher da angeklickt hast, speichern bzw. dann laden. Ja, das hat den Vorteil, du musst nur einmalig eben diese Facebook-Gruppen alle dann hier eben eintragen. Du siehst hier zum Beispiel meine ganzen Facebook-Gruppen, denen bin ich alle beigetreten. Das musst du im Vorfeld machen. Und du klickst dann quasi hier die Facebook-Gruppen an, die du gerne nutzen möchtest, um darin etwas zu posten. Dann kannst du hier sagen, das sind alle Gruppen für Werbung. Ja, gehst dann auf Speichern und das Ganze wird dann gespeichert. So, dann machen wir es wieder weg. Ich zeige dir noch das andere. Dann haben wir hier zum Beispiel die nächsten Gruppen. Ja, das sind jetzt einfach mal zum Beispiel Werbung 2. So, Werbung 2 speichern. Und dann könnte ich jetzt hier Werbung 1 ganz einfach laden. Und du hast jetzt gesehen, wie das hier umgeswitcht ist. Ja, oder wenn ich das jetzt hier machen würde, zack. So hätte man die zweite Kategorie hier abgespeichert und geladen. Ja, wenn du das gemacht hast, du hast also die Gruppen ausgewählt, dann kannst du hier auch weiterklicken und jetzt wird es interessant. Du kannst also hier dann Bilder einfügen mit dem Pfad von deinem Computer. Das
Das ist im Prinzip ganz einfach. Gehst auf Hinzufügen, ja, und kannst dann das ganz einfach hinzufügen. Hier kannst du bei Kommentar dann wieder dein Affiliate-Link posten. Und das Tool sucht sich dann im Prinzip aus den verschiedenen Post-Texten und hier aus den Kommentarfunktionen das Ganze zusammen für den Post, ja. Und dadurch, dass du dann mehrere Posttexte hast, sucht sich das Tool immer einen anderen Posttext aus und kombiniert das entsprechend. Du kannst auch hier verschiedene Kommentare dann runtersetzen. Mit Anführungsstrichen kannst du dann entsprechend mehr als einen Kommentar hier posten. Dann kannst du sagen, wie vielen Posts wird pausiert. Ja, zum Beispiel nach 16 Postings in den Gruppen, also 16 Gruppen, pausierst du. Wie lange pausierst du? Siehst du jetzt hier schon immer, dass auch angezeigt wird, was es hier damit auf sich hat. Angegeben wird die Zeit auch mal in Sekunden. Zum Beispiel habe ich jetzt das Ganze so gemacht, ich habe es in 16 Gruppen oder 18 Gruppen gepostet, jeden Tag unterschiedlich. Habe nach 260 Sekunden dann, also ich habe eine Pause eigentlich von 260 Sekunden. Minimale Postzeit war 280, maximale Postzeit 400 und ein paar zerquetschte. Und dazwischen hat er dann immer dann sich eine Zeit rausgesucht und entsprechend gepostet. Hier unten siehst du dann immer, was passiert. Und das ist im Prinzip ein JavaScript, denke ich mal, was hier funktioniert. Du kannst auch Bild und Text und Kommentar posten, das heißt hier Kommentar mit eingeschlossen. Videofunktion geht leider noch nicht. Autoantwort einschalten, wenn du das machst, ja, dann musst du natürlich auch hier eine Autoantwort hinterlegen. Ganz wichtig, wenn ich hier auf Starten gehen würde, würde das Ding jetzt losrattern. Autoantwort wichtig, eben zu wissen, dass man den Post von dem Bild oder darunter natürlich dann mit Info entsprechend bestückt, dass dann auch die Autoantwort hier bei Info reinkommt. Ja, hier Autoantwort. Deine Nachricht, hier kannst du auch wieder verschiedene Nachrichten dann reinpacken. Ja, zum Beispiel eben Hi. Und dann kommt hier der First Name, das ist also ein Platzhaltertext. Ja, wenn du das Anführungsstriche setzt und beim nächsten Mal Hallo, First Name, dann wird das immer entsprechend auch so angezeigt und immer wieder gewechselt. Auch hier wieder das Suchwort, natürlich dann Info. Ja, Blockwort, im Prinzip keine Info zum Beispiel. Auch wieder minimale Sendezeit, maximale Sendezeit. Das lässt sich alles hier eintragen und über meine Texte kannst du entsprechend auch wieder die Texte speichern und laden, so wie das schon eben hier bei den Posttexten war. Ja, bei den Einstellungen waren wir gerade gewesen. Wie gesagt, startest du ganz normal. Du kannst immer nur eine Funktion eben des Auto-Marketers hier nutzen, um automatisiert zu posten. Und hier ist im Prinzip erstmal Cut. Als nächstes kommt dann die Mitglieder anschreiben. Ja, hier siehst du zum Beispiel dann schon mal meinen Text. Und ich könnte jetzt hier die Gruppen-ID eben nutzen. Das ist im Prinzip hier die Nummer, die in der Facebook-Gruppe oben in der Desktop-Leiste zu sehen ist. Ja, auch hier wieder, wie viele Mitglieder anschreiben. Ich sag mal, vielleicht 50 bis maximal 100 Mitglieder könnte man jetzt hier anschreiben an einem Tag. Auch hier, wie gesagt, trotzdem vorsichtig sein, weil es könnte dann trotzdem als Spam eben von den Mitgliedern gewertet werden. Maximale, minimale Postzeit. Ja. Und das Tolle ist, ich kann den nächsten Tag im Prinzip dann Mitglieder ausschließen, die ich schon mal angeschrieben habe. Ja, und das ist natürlich ein enormer Vorteil. Das heißt, die Mitglieder kriegen ja nicht wieder die gleichen Texte. Auch hier wieder kann man die Texte laden und speichern. Und dann haben wir hier die Funktion Gruppen beitreten. Ich möchte der Gruppe beitreten. Welche Gruppen möchten Sie beitreten? Zum Beispiel online Geld verdienen oder abnehmen oder wie auch immer. Dann werden im Prinzip die Gruppen gesucht von dem Tool. Ich mache das mal eben jetzt, also abnehmen. Minimaler Abstand, sage ich mal jetzt hier 100 Sekunden, maximaler 400. Frage. Die ist natürlich jetzt sehr effektiv, die Antworten hier. Ist in Ordnung. Und ja, okay, fertig. Dann gehen wir auf Starten. Jetzt siehst du hier unten
Automarketergruppen beitreten, Gruppenbeitreten startet. Zugangsdaten werden überprüft, ja, vom Tool zu Facebook. Login erfolgreich. Und dann sucht er mir jetzt die Gruppen raus, die alle was mit Abnehmen zu tun haben. Das ist genau, wenn du jetzt bei Facebook suchen würdest nach entsprechenden Gruppen, die was mit dem Thema zu tun haben. Ja, das dauert dann entsprechend hier immer einen kleinen Augenblick, bis das Tool so in die Gänge kommt. Du kannst natürlich auch in der Zeit was anderes machen, wenn du gerne möchtest. Zum Beispiel gucken wir jetzt einfach mal den PDF-Verteiler an. Auch hier wieder Facebook-Gruppen-ID. Hier musst du dann speziell in die Gruppen-IDs eintragen. Kannst also nicht die Facebook-Gruppen einfach hier anklicken. Das geht noch nicht, wird aber sicherlich bald kommen. Dann kannst du hier den Link wieder zu der PDF-Datei mit dem Affiliate-Link und dem Text dazu. Ja, und das wird dann entsprechend in den Gruppen gepostet hier. Zielgruppen anschreiben. Auch hier wieder Seiten-ID. Ja, die Nachricht. Ich habe jetzt hier keine Nachrichten drin. Die kannst du dann ganz einfach hier reinschreiben. Wie gesagt, du kannst auch mehrere Nachrichten reinschreiben. Alles gar kein Problem. Du kannst die neue Person hinzufügen. Person ausschließen. Freundschaftsanfragen senden. Man konnte letztens hier noch sich aussuchen, dass man nur Männlein oder Weiblein anschreiben möchte. Das ging also hier Postings kommentieren. Muss ehrlich sagen, die Funktion habe ich jetzt noch nicht genutzt, ja, sondern als letztes haben wir hier noch den Autokommentar, also die Autoantwort, wie ich das schon mal gesagt hatte, mit dem Info. Und dann die Updates werden hier immer entsprechend gezeigt. So. Dann habe ich jetzt unsere Gruppen. Ja, das ist hier die Gruppen, habe ich jetzt alle mit drin. Ja, das sieht die Nummer, das ist als, dann die Gruppen-ID. Ja, oder ich, F, gesund, das ist ebenfalls eine Gruppen-ID. Ja, und so könnte man jetzt warten auf nächste Aktion, starten klicken, Gruppen beitreten, starten. Bitte loggen Sie Mitgliederbereich ein, laden Sie das Chrome-Update herunter. Okay, hier müsste ich jetzt noch ein Chrome-Update runterladen aus dem Mitgliederbereich, damit das dann funktioniert. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Man bekommt auf jeden Fall einen erstklassigen Support von dem Robin Focke, dem Herausgeber des Plugins. Und man ist hier also wirklich auf der sicheren Seite. Auch seine Videos, die er auf der Mitgliederseite hat, sind also wirklich sehr gut erklärt. Da kann man also gar nichts falsch machen. Es ist wirklich alles sehr einfach hier, wie ich finde. Ansonsten gibt es auch sehr viele Videos zu dem Tool. Das sollte man auf jeden Fall alle mal anschauen, um die einzelnen Funktionen zu lernen. Automarketer, das kann es. Das heißt, das kann das Produkt, welche Funktion wir bisher gezeigt bekommen haben. Hier vom Automarketer Tool und wie du diese Funktion für dich nutzen kannst. Du hast beim Automarketer nicht nur die Funktion drin, dass du eben normal Postings machen kannst in verschiedenen Gruppen, so wie das ja normalerweise üblich ist bei diesen Auto-Tools, sondern du kannst eben des Weiteren auch Mitglieder anschreiben. Ja, du kannst Gruppen beitreten, du kannst PDF Dokumente verteilen, du kannst Zielgruppen anschreiben oder das sogenannte Auto-Antwort-Posting machen, mit dem zurzeit viele unterwegs sind. Das heißt, du bekommst wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Funktionen in einem Tool drin. Und das Ganze mit der Gewissheit, dass du von Facebook einfach nicht gesperrt werden kannst. Und wenn du einmal gesperrt worden bist bei Facebook fürs Posting, ja, das kann von einem Tag bis mehrere Tage bis zu einer Woche dauern oder noch länger oder dauerhaft, je nachdem, wenn du das übertreibst, dann weißt du, wovon ich hier rede und was das für ein tolles Tool ist. Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, ich habe das Posting in wirklich 96, fast 100 Gruppen am Tag gemacht. Und das gleich vom ersten Augenblick an, ja, was totaler Quatsch eigentlich ist, weil man sollte normalerweise erstmal klein anfangen und Facebook erstmal daran gewöhnen, dass man jetzt plötzlich etwas posten tut in den Gruppen. Ja, ich dachte mir, nee, hau mal richtig einen raus und poste mal in den ganzen Gruppen.
Und da habe ich es, wie gesagt, auf 96 Gruppen geschafft, täglich. Ja, täglich. Ich habe also jeden Tag in der Woche das so gemacht. Du hast das am Anfang gesehen, bis auf eben meine kurzen Tests. Und Facebook hat überhaupt nicht gemeckert. Ja, dass du das natürlich dann auch machen kannst, dürfte klar sein. Denk mal, da gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen. Zumindest das Posting funktioniert sehr gut in den Gruppen, wenn du natürlich auch eine entsprechende Zeitspanne eingestellt hast. Das ist Grundvoraussetzung, weil wenn die Zeit zu kurz eingestellt ist, dann wird Facebook natürlich dann auch irgendwie auf dich aufmerksam und dann könntest du, wie gesagt, auch gesperrt werden. Ja, ich habe, wie gesagt, schon eine Menge Tools dieser Art getestet. Ja, Autoposter, so hießen die meistens. Das waren entweder Cloud-basierte Sachen. Selbst wenn man jetzt die Funktion nimmt und einen Anbieter wie Hootsuite damit vergleicht. Ja, Hootsuite ist ein Posting-Anbieter, wo man in verschiedene soziale Plattformen und in seine eigenen Accounts etwas posten kann. Selbst da muss man sich an die Regeln halten und vorsichtig sein, dass man es nicht übertreibt. Ja, im Großen und Ganzen war ich da, wie gesagt, natürlich begeistert, was dieses Tool angeht. Preis-Leistung, dazu kommen wir ja später. Ich kann dir also wirklich nur das Tool wärmstens empfehlen. Es wird ständig weiterentwickelt. Es gab auch kürzlich die Möglichkeit, das monatlich zu bezahlen. Ja, ich würde dir immer die Einmalzahlung empfehlen und für 147 Euro netto ist es wirklich einmalig. Ja, es gibt sehr viele Videos zum Automarketer-Tool. Man wird also, wie gesagt, nicht alleine gelassen, wie bei vielleicht anderen Produkten. Auch der Support von dem Robin ist wirklich sehr gut, das habe ich schon mal erwähnt. Das heißt, da unterscheidet sich das Produkt schon mal von vielen anderen Tools da draußen, wo man ja meistens keine gute Support-Unterstützung bekommen hat. Ich habe das Tool von meiner Seite aus auf einem Server installiert. Das heißt, der Server ist im Grunde genommen so lange an, wie ich ihn anlasse. Das heißt, ich kann meinen PC ausmachen und der Server läuft trotzdem. Den habe ich mir gemietet für kleines Geld und dort läuft dann den ganzen Tag dieses Tool. Das heißt, du musst, wenn du diese Variante eben nimmst, nicht den ganzen Tag vorm PC sitzen und schauen, wie das Automarketer-Tool etwas postet, sondern du kannst eben auch diese Server-Variante nutzen. Das finde ich wiederum sehr gut, wenn das eben nicht cloud-basiert ist. Gerade auch bei cloud-basierten Sachen hat man ja die Gefahr, dass es auch mal abgeschaltet wird. Aber hier hast du eine normale Installation auf deinem PC oder auf deinem Mac. Und du benötigst im Prinzip nur einen Google Chrome Browser, um das Ganze denn hier einzustellen. Also wirklich kinderleicht, ohne dass du dir irgendwelche APIs oder Facebook-Token erstellen musst, dich irgendwie mit der Technik bei Facebook rumärgern musst, ja, dass vielleicht etwas bei Facebook geändert wird und dann die Technik nicht mehr funktioniert. Hier ist wirklich ganz einfach kinderleicht beschrieben, wie du hier deinen Facebook-Account verknüpfen kannst. Du kannst natürlich auch das Ganze, sag ich mal, zweimal installieren. Zum Beispiel eben auf einem zweiten Server mit einem zweiten Account, sofern du einen hast, oder der von deinem Freund oder deiner Freundin oder dem Partner, wie auch immer. Dann kannst du das Ganze eben doppelt laufen lassen auf zwei verschiedenen Servern. Und es postet dann sozusagen unter den verschiedenen Profilen etwas in den Gruppen und somit erzielst du natürlich dann die Möglichkeit, mehr Leads einzusammeln, beziehungsweise dass deine Werbung eben öfters gesehen wird. Ja, nur mal so im Hinterkopf behalten. Diese Lösung gibt es im Prinzip bei cloud-basierten Tools oder Anwendern eben nicht, sondern nur bei einem Software-Tool. Ja, das soll es gewesen sein zu dem kleinen Video. Das sind also, wie gesagt, die Vorteile, wie ich finde, vom Automarketer gegenüber vielen anderen Tools da draußen. Automarketer, mein Fazit.
Ich hatte es ja schon erwähnt, also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich unschlagbar, wie ich finde. 147 € für so ein wirklich mächtiges Tool. Vorausgesetzt, man setzt es vernünftig ein und reizt es wirklich aus. Es ist wirklich ein sehr guter Preis. Insbesondere die vielen Funktionen, die ich hier beim Automarketer vorfinde, machen das Tool einfach unschlagbar. Während man noch bei normalen Postings, Tools eher nur die Funktion des Gruppenposters oder des Postings in der eigenen Timeline hat, hat man hier die Möglichkeit, explizit Mitglieder anzuschreiben bzw. Gruppen beizutreten, Zielgruppen direkt anzuschreiben. Das heißt, ich könnte mir quasi von einem ja, Online-Marketer seine User zu Nutzen machen, die auf seinem Post geliked haben und könnte diese dann anschreiben. Die Message würde sofort in ihrem Postfach, in ihrem Messenger-Postfach landen und entsprechend könnte man dort natürlich sein Angebot präsentieren. Man sollte auf keinen Fall mit der Tür ins Haus fallen. Das heißt, direktes Verkaufen funktioniert meines Erachtens sehr viel schwieriger, weil wir reden hier von kalten Traffic und diesen kalten Traffic umzuwandeln in einen Verkauf. Kauf ist natürlich wirklich sehr, sehr schwer und geradezu unmöglich. Getreu nach dem Motto Lead for Sale, also erst die E-Mail-Adresse einsammeln, anschließend demjenigen etwas ja, schenken, funktioniert meines Erachtens immer noch am besten. Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe mir, wie gesagt, das Teil gekauft. Ich kann es nur jedem raten, der mit Facebook-Werbung speziell schlechte Erfahrung gemacht hat oder nichts am Hut hat, sich vor ja, dem Verbrennen von Werbegeldern scheut und hiermit kann bzw. hat man eine sehr gute Alternative, die dir dabei helfen wird, eben deine Message da draußen zu verbreiten. Ich habe seitdem auch meine Freundesliste stark erweitern können. Das heißt, meine Sichtbarkeit hat sich dadurch erhöht und das Gleiche wird natürlich bei dir passieren. Wichtig ist, dass man, wenn man das Tool nutzt und in die Facebook-Gruppen geht und etwas postet, dass man dort Abwechslung reinbringt, ja, und nicht immer das Gleiche anbietet für die User dort. Man muss sich einfach von der breiten Masse abheben. Ansonsten geht man unter. Ja, ansonsten kann ich, wie gesagt, nur jedem empfehlen, dieses Tool sich anzuschaffen, um sein Facebook-Business zu automatisieren. Wenn man das Ganze wirklich ausreizen möchte, würde ich dir empfehlen, das auf einem Server zu installieren, der dann quasi ja, 24 Stunden für dich online ist und das Tool dauerhaft eben postet, ja, während du den Rechner vielleicht schon aus hast.